Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Montagsfolge hier. Kein Abenteuer, weil der Tom bzw. der Leo hat sich geweigert, mit uns zu drehen. Das ist ganz schlimm, ich weiß. Wir wissen es, wir haben ihn versucht zu überreden, aber wenn er sich mal was in den Kopf gesetzt hat, er tut lieber Handy spielen in seinem Bett, anstatt mit uns für euch Content zu produzieren. Aber egal. Ja, wir sind ja da. Wir brauchen den Scheiß. Jetzt holst du bitte. Du bist ja noch mal den Scheiß. Jetzt redet den Stefan dazwischen. Klappe. Ja, genau. Danke, Umringe. Danke, Mama. Heute sind wir hier versammelt. Zu zweit, Zimmer, du bist ja gar nicht da. Dich hört man ja nur. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Weil du immer den vorladen Mundwerk offen haben musst. Also, wenn du mal stirbst, muss man den sicher extra da schlagen. Das ist klar. Das sehe ich jetzt mal als Kompliment. So, damit wir hier weiterkommen, weil die Zuschauer schalten sich ja gleich weg. Also, ich erkläre hier kurz mal das Videoformat für heute. Hör auf, so schwul zu reden, du Geschissener. Du weißt schon, dass ich dann so bin, oder? Ah ja, Entschuldigung. Hab dich kurz, hab noch ein bisschen was Intos von gestern, hab dich kurz verwechselt. Sag mal, was ist mit dir los? Nimm doch deine Drecksfirsch vom Tisch, Obi. Wieso denn? Ja, jetzt, das gibt's ja nicht, Stefan, jetzt schon was. Ja, danke, Obi, aber dass das wieder normal sitzt. Jetzt haben wir den ganzen Tisch umstellen müssen, weil du alles umgeschmissen hast. Ja, immer die Weiber, die sich aufregen müssen, eh klar. So, wir reden schon wieder viel zu lange. Also. Ja, jetzt tu mal weiter und erklär uns, was wir da machen sollen, weil ja. Ich muss ja dann noch im Garten was arbeiten. Ja, ganz gechillt bleiben. Ja, Chili Vanilla, ganz ruhig bleiben. Was soll das heißen, gechillt bleiben? Ich rede mal Deutsch mit mir, versteh dich ja nicht. Na, also, Videothema für heute. Unten euch ist jetzt so ein Text. Text, erscheint jetzt ein Text, wo oben steht Beziehungstipps mit Opa und Oma. Das ist ja wohl ein Witz. Von was für einer Beziehung reden wir denn da bitte? Du willst das? Wo ist denn da ein Text? Da steht ja gar nichts. Nein, ihr seht es nicht, das sehen nur die Zuschauer. Ach so, und Beziehungstipps. Na gut, ich hab mal den ersten. Nein, ich hab den ersten, lass mich was sagen. Ich hab den ersten, heiratet auf keinen Fall in eurem Leben. Beziehungstipp Nummer 1. Ja, okay. Das könnte interessant werden. Also, liebe Zuschauer, 10 Beziehungstipps oder halt Beziehungstipps für eure gesunde Beziehung. Ich weiß nicht, ob das gesund war. Es sind halt Beziehungstipps. Schaut, was ihr gebrauchen könnt. Ich glaube, zu 90%. Ich hab Beziehungstipp Nummer 2, wenn der Alte schnarcht, dann steckt sie ihm Besen in die Nase. Hast du das schon mal gemacht bei ja, mir? Ja, natürlich. Was glaubst denn du? Deswegen waren meine Nasenlöcher so rot normal, wie ich aufgewacht bin. Deswegen! Jetzt weiß ich! Wieso blutest du der Nase, sag einmal? Nein, ich nicht. Ja, aber ich bin ja schon längst im Wechsel, du Kasperl. Was ist denn mit dir los? Nein, jetzt auf, ich mit euch ein ordentliches Video machen. Ja, du hast ja das selber ausgeschaut. Ja, ich hätte doch lieber wenn anders fragen müssen. Aber die Herbal und die Gertrude, das wäre noch schlimmer gewesen. Also, bitte beginn's halt einfach. Ja, ich hab schon zwei Tipps geschockt. Jetzt bist du dran. Naja, du, Herbert, halt, ne? Also, ich bin dran. Okay, man muss kurz überlegen, Denkzeit. Ich kenne nämlich nicht so wirklich an. Das kann dauern. 3000 Jahre später. Du, jetzt sag einmal, was ist denn jetzt? Was denn? Geh mit deinem gestunkenen Hintern da vom Tisch auf. Wieso denn? Na, jetzt kann ich noch den Tisch verharzen, das ist ja Wahnsinn. Haben wir gar keinen Ofen. So wird das nie was. Die Leute haben schon längst weggeschalten. Naja, egal. Also bitte. Ja, ich bin jetzt da dran. Also, wenn die Leute mal nervt, dann holt euer Bier her, sauft euch einen an und dann ist das nur mal halb so schlimm, was die alle sagt. Ich hab Beziehungstipp Nummer 3, wenn der Alte immer nur Schaß redet, tut es ein bisschen Rottengift ins Essen. Jetzt da. Wollt ihr jetzt ein bisschen, könnt ihr ein bisschen seriöser sein hier, bitte? Ja, aber da bist du bei den falschen Leuten wohl angekommen, oder? Oh, ich weiß ja nicht mal, was seriös bedeutet. Ja, ich weiß es auch nicht. Immer die Fremdwörter hörst ja, du. Ja, genau. Geh, weißt du was, Herbert, komm, gehen wir unsere Weg, oder? Ich glaube, der kann ja, uns ein bisschen. Stimmt. Ja, ich gehe mit dir jetzt ein Bier trinken. Komm. Ja, wirklich? Ja, hey, sicher, jetzt weiß ich mir nichts. Siehst du, das ist der letzte Beziehungstipp für heute. Ihr müsst euch eurem Ehepartner anpassen. So, passt euch an, also ich sauf und jetzt geht ihr auch saufen. Das ist Anpassung. Genau so, die Claudia ist langweilige Schnecke und der Steffen ist auch eine langweilige Schnachnase. Ja, da hast du recht. Ich bin überhaupt keine langweilige ihr Schnachnase. Ihr seid so langweilige Schnachnasen, das ist ja unglaublich. Ja, dann, jetzt da. Also dann, tschüss. Na gut, jetzt sind's weg.
Ja, das Claudia, da bist du auch noch. Ja, ich bin auch da. Ja. Es ist witzig, dass man uns nur hört, aber uns nicht sieht. Ja. Nein, ich habe die Schreierei bis heim zu mir gehört. Also ich habe jetzt einmal nachschauen müssen, was da los ist. Ja, nein. Es haben sie sich wieder entpuppt, die zwei? Beziehungstipp wollte ich. Ah ja, machen, super. Ja. Und da hast du die zwei gefragt. Ja, uns zwei wollte ich nicht fragen, weil wir zwei sind langweilige Schnarchnasen. Ja, okay. Naja. Sind wir ja gar nicht eigentlich. Nein, so schlimm ist so, es. Wir sind eigentlich voll witzig. Ja, finde ich auch. Ja. Wenn wir einen Witz erzählen, das ist immer ein Schenkelklopfer, ja, da lachen sogar der Don Roberto und der Don Luigi. Ja. Ja, so hast du recht. Ja, stimmt. Ja. So ist es. Wenn gehen zwei Schweine am Deck fliegt das ein und das ist ja der. Das ist der Köller schlecht. So ist es. So ist es. Na gut, auf jeden Fall, wir verabschieden uns. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Es war halt, ja. Kein richtiges, tolles Video. Es war ein sinnbefreites Video. Es war nur lustig für uns. Ich weiß nicht, ob es lustig für euch war zum Zuschauen. Aber egal. Nachdem man uns nicht sieht, sage ich jetzt nicht auf Wiedersehen, sondern auf Wiederhören. Es war wieder nichts. Das Schenkelklopfer da. Wirklich, Stefan, du bist so komisch. Ich weiß. Und danke und abonniert uns auch gerne, weil am Mittwoch geht es weiter mit unserer Sportminute und Samstag gibt es ein Video und so weiter und so fort. Und liken nicht vergessen. Sowieso. Uns muss man liken. Unbedingt. Genau. Und kommentieren, ob ihr mehr solchen Blödsinn wollt oder lieber seriöse und tolle Videos. Seien wir jemals seriös? Ja, nein, eh nicht. Also dann. Aus die Scheiße da drüben! Und jo, ich denke auch den Schatz. Mir noch ein Krügel um mich. Oh, mir wird Tom. Prost!